Kennst du auch solche Weisheiten? Mit 25 Jahren solltest du herausgefunden haben, welchen Beruf du ausüben möchtest. Mit 35 Jahren ist es eigentlich schon viel zu spät, Kinder zu kriegen. Und mit 40 Jahren und älter solltest du einfach gar nicht mehr versuchen, etwas Neues anzufangen. Da besteht keine Chance, nochmal dein Leben komplett neu zu starten. Diese und viele andere Weisheiten prägen unwahrscheinlich viele von uns und erzeugen einen Druck, einen gewissen Leistungsdruck, dass man sagt, du musst das bis dann und dann erreicht haben. Und wenn du so alt bist, muss das und das passiert sein. Und wenn du das nicht bist, dann bist du ein totaler Fehlschlag. Ja, dann bist du eine Niederlage für dich selbst, weil du einfach nicht den Normen entsprichst. Und mit diesen Normen möchte ich heute ein wenig brechen. Denn die Welt braucht dich so, wie du bist. Und ich erkläre dir auch, warum. Denn wenn diese ganzen Sprüche eines schaffen, dann ist es, einen enormen Druck aufzubauen und auch Verwirrung zu stiften, was Menschen eigentlich vom Leben zu erwarten haben, was du vom Leben zu erwarten hast. Und diese Frage kann dir niemand anderes beantworten, außer du selbst. Ich wuchs beispielsweise mit der Auflage heran, dass ich Abitur mache, und wenn ich Abitur mache, muss ich auch studieren gehen. Und wenn ich studiert habe oder wenn ich beim Studieren bin, dann am besten irgendwas wie Architekt oder Arzt oder irgendwas ähnliches. Also ein Teil meiner Familie hatte sehr, sehr hohe Erwartungen und hat gesagt, okay, du machst dein Abitur, also gehst du studieren, machst den Architekten und so weiter. Und somit entstand dieses falsche Bild im Kopf, diese falschen Erwartungen, was ich im Leben erreichen sollte. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte mich meine Familie als Fehlschlag, als totale Niederlage betrachtet. Oder zumindest ein Teil meiner Familie dachte tatsächlich so und hat dann auch mir teilweise ins Gesicht gesagt, dass sie das überhaupt nicht verstehen, dass ich nach dem Abitur nicht studieren gegangen bin. Aber das habe ich deshalb nicht gemacht, weil meine innere Stimme, und nur die zählt, auch für dich, dass ich meine innere Stimme gesagt hat, ich muss etwas anderes machen, ich möchte etwas anderes machen, was mir, meiner Persönlichkeit mehr entspricht. Trotz dessen wurde mir natürlich immer wieder eingeredet, ich müsste mich an das System halten, alles sei bereits vorbestimmt für mich. Und diese Vorbestimmung, die existiert nur in deinem Kopf, wenn du zulässt, was andere sagen und das Einfluss auf dich nimmt und du nicht auf dich selbst hörst. Denn nichts ist wirklich vorbestimmt in deinem Leben. Das, was deine Zukunft ausmacht, das entscheidet sich heute. Mit jeder Entscheidung, die du triffst, und sei sie noch so klein, mit jeder Entscheidung, die du triffst, dich weiterzubilden, dich für Dinge zu interessieren, zu begeistern, einfach Fortschritte zu erzielen. Mit jeder kleinen Entscheidung geht's in deinem Leben voran, und zwar in die Richtung, die du möchtest oder in die Richtung, die andere dir aufzwingen wollen. Und das musst du entscheiden. Die Welt braucht dich so, wie du bist und wie du sein willst und nicht wie jemand anderes es von dir erwartet. Denn nur so kannst du für dich und alle anderen maximalen Nutzen erbringen. Höre deshalb nicht auf die ganzen Stimmen um dich drumherum, die dir sagen wollen, was du zu tun hast und wer du zu sein hast, sondern höre nur auf die einzig wichtige Stimme, nämlich tief in dir drin. Die kann dir einzig und allein beantworten, wer du sein möchtest und was dir wichtig ist. Noch einmal zum Verinnerlichen. Die Welt braucht dich so, wie du bist, und dann ist alles in Ordnung. Ich wünsche dir dabei die maximal möglichen Erfolge. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video.